Ja. Ein herzliches Grüß Gott. Hier am wunderschönen Münchner Viktualienmarkt bei allerherrlichstem Wiesenwetter. Wir würden heute eigentlich die 188. Wiesen eröffnen, tun wir aber leider nicht. Jetzt, wenn man so auf die Uhr schaut, kurz vor 10 Uhr, die Brauereigespanne, die Kutschen, die Bedienungswegen waren auf den letzten Metern in die Herzogspitalstraße und wir waren schon alle ganz nervös und fiebrig. Die Zelte aufgebaut, die Fahrgeschäfte eingefahren, TÜV abgenommen, in den Festküchen wurde gebraten und gebrutzelt und an die Mandelstände, ja, da hat es schon duften von den frischen Mandeln, die letzten Herzl werden noch drapiert. Und die Leute marschieren aus in der Tracht, im Dirndl, in der Lederhosen und warten, dass es Zweifel wird. Tja. Leider lässt es die Pandemie nicht zu. Und so sehr uns alle das Herz blutet, ist es die richtige Entscheidung. Weil momentan sind wir noch nicht in der Lage, ein Fest in dieser Größenordnung durchzuführen, sodass alle sicher und gesund bleiben. Alle sicher sind und gesund bleiben. Aber ich bin ganz sicher, dass wir fürs nächste Jahr 2022 eine Lösung finden müssen. Denn wenn ich so in die Runde schaue, unsere Wirtinnen und Wirte von den großen Wiesenzeiten, von den kleinen Wiesenzeiten, die Vertreter von den Schaustellern, von den Marktkaufleuten und natürlich auch wir Brauer, wir sind halt alle irgendwie neben der Spur. Das ist so. Weil wir wissen, was jetzt passieren würde. Und wir wissen, was 16 Tage passieren würde. Wir waren aufgerammt. Wir wissen, dass wir da waren, 16 Tage aufgerammt und alles ist geregelt. So, jetzt gibt es Gott sei Dank ein Wirtshauswiesen und unsere Wirtinnen und Wirte, die da teilnehmen, die werden hier eine tolle Gastlichkeit machen. Die Musik spielt, es gibt Wiesenschmankerl und so ein bisschen Wiesenfeeling kommt in die Stadt zurück. Ich bin auch sicher, dass heuer nicht nach wenigen Tagen, es heißt, die Wirtshauswiesen ist abgesagt, sondern es soll einfach 2 Wochen, 16 Tage eine schöne Zeit sein hier in unserem geliebten München. Wir haben alle miteinander es, glaube ich, verdient, dass es wieder richtig losgeht und dass wir alle miteinander feiern können. Und ich sehe heute, wenn ich so in die Runde schaue, es ist mir wirklich eine große Ehre. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ein Dankeschön an die ja, großen Wiesenwirte, ich nenne jetzt einfach ihre Sprecher, den Peter Inselkammer, der ist da als Vorsitzender. Dann, da hinten ist er natürlich von den kleinen Wiesenfestzelten, Otto Lindinger, Sepp Able, Werner Hochreiter, aber auch an Günter Brez habe ich gesehen von den Schaustellern und Marktkaufleuten. Vielen Dank euch, Mensch, wir halten durch. Was wichtig ist, wir müssen jetzt gemeinsam, jetzt haben wir ein Jahr Zeit, dieses Jahr müssen wir jetzt nutzen. Das müssen wir nutzen, dass wir gut vorbereitet sind für 2022 und am 17. September 2022 den Anstieg schaffen. Und ich bin sicher, dass wir hier auch eine gute Unterstützung der Politik bekommen werden. Ich habe Anne Hübner gesehen, ich habe Jörg Hoffmann gesehen, die Fraktionsvorsitzenden von der SPD, von der FDP. Unsere Gavi Neff ist mit dabei, wie immer. Auch ein absoluter Wiesenfan und liebe Anja Berger, unsere Wiesenstadträtin. 2 Jahre Trockentraining. Wir haben uns am Donnerstag, als wir die Bierprobe gehabt haben von den Münchner Festbieren, von den Oktoberfestbieren, haben wir uns lang unterhalten und haben gesagt, 2 Jahre Trockentraining. Das macht jetzt aber nichts. Sie waren letztes Jahr mit dabei mit Herzblut, als wir draußen auf dem Füsselgelände das große Herz mit den Garnituren gemacht haben und sie sind auch heute wieder da und das freut uns wirklich sehr und nächstes Jahr packen wir es. Also da müssen wir gemeinsam jetzt alles dafür tun,
Weil Sie haben gesagt, am Donnerstag, aller guten Dinge sind drei und nächstes Jahr ist aller guten Dinge sind drei und dann ziehen wir wieder ein und dann feiern wir eine schöne Wiesn. Und jetzt würde ich Sie einfach bitten, kommen Sie rauf zu uns und halten Sie mal eine ordentliche Wiesnansprache.